So, und dann geht's doch auch schon los heute hier am Dienstag, sonniger Natur, 9. November wird geschrieben. Reinhard grüßt schon in die Runde. Servus, du scheinst aus dem süddeutschen Raum auch zu kommen. Insofern wollen wir doch mal sehen, dass der Raum sich weiter füllt. Im süddeutschen Raum sind ja auch wir ansässig. An der Stelle eben, ihr seht es schon, der liebe Chris Stern und meine Wenigkeit. Wir sorgen hier in den nächsten 60 Minuten wieder für ein Stück weit Aufklärung, beziehungsweise vielmehr der Chris. Er weiß noch gar nichts von seinem Glück, dass er im Prinzip heute auch schon wieder Herr aller Reusen im Großteil sein wird. Deswegen, Chris, schau mal, ich schalte mal dein Mic schon frei und dann können wir eigentlich auch gleich loslegen. Bin mal gespannt, was du uns heute mitgebracht hast. Und Jürgen grüßt auch in die Runde. Wunderbar, so soll das sein. Und da wollen wir jetzt auch keine Zeit verlieren. Solange Chris den Audio-Check macht, will ich kurz darauf hinweisen, liebe Leute, klarerweise, ja, wenn wir hier an die Live-Action gehen, es geht ja heute um Live-Charting, Cluster-Analyse, Trading-Ideen. Denkt dran, niemals eine Handelsaufforderung. Jeder handelt auf eigenes Risiko und vergesst natürlich nie, euer Risk-Management im Griff zu haben. Das ist ja auch das, worauf der Chris immer gern Wert legt, im Sinne dessen, ein Trade wird platziert und dann findet sich dann auch relativ zeitnah, um nicht zu sagen unmittelbar, auch ein Stop-Loss-Level. Da man sich natürlich über das Risiko bewusst sein muss, was man eingeht. Und an der Stelle natürlich auch klar der Hinweis, ihr seid willkommen bei JFD, wenn ihr live handeln wollt. So, Chris, ich glaube, du bist schon green. Grüße an den Chiemsee. Jo, einen wunderschönen guten Morgen vom sonnigen Chiemsee. Ich schätze mal, bei dir unten wird die Sonne auch scheinen. Bist ja nicht so weit weg. Und hoffe natürlich, bei euch zu Hause sieht das ähnlich aus, wenn ihr aus dem Fenster guckt. Ja, das darf man hier und da bezweifeln. Wir haben jetzt tatsächlich in den letzten Tagen ja wirklich Glück gehabt bei uns. Ich meine, kühl ist es, aber wirklich sonnig durchgehend, also fantastisch. Da dürfen wir uns natürlich freuen. Ich hoffe, der Rest ist Deutschland. Ja, wir sehen es gerade. Jürgen schießt gerade rein, es regnet bei euch. Jürgen weiß gar nicht, wo du destiniert bist. Insofern haut's gern mal rein, von wo ihr überall zuschaltet. Das wäre ganz wichtig zu wissen, damit wir mal so ein Stück weit einen geografischen Umriss haben. Ja, der Reinhard scheint wahrscheinlich bayerischer Natur zu sein, der Jürgen hingegen im Norden angesiedelt. Schickt doch einfach mal durch, wo ihr herkommt, dann sammle ich das ein bisschen. Und ja, Chris, bei mir ist es genauso gut. Ich hoffe, dir geht es ansonsten auch bestens. Und dann würde ich dir den Bildschirm gleich mal rübergeben. Ich bleibe noch ein paar Minuten da. Muss aber ergänzen, dass ich dann wieder, das ist nicht die Regel, aber hin und wieder ist es doch so, dass ich dich da sozusagen alleine, sage ich mal, der Webinar-Meute überlasse. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall dankbar zeigen, dass du sie abholst. Ich würde dir auch Chat und alles rübergeben, dass du Bescheid weißt. Hier kommen auch schon Fragen rein, wie, was ist aus dem Aussie-Trade geworden? Da gehen wir bestimmt gleich drauf ein. Und ja, ich gebe dir erstmal den Bildschirm rüber. Wenn du bereit bist, gib ein Go. Ja, gerne. Also lass uns loslegen. Okay, das ist natürlich schade, wenn du heute nicht mit mir diskutierst, weil ich das immer ganz cool fand, eigentlich, wenn wir uns diese Pärchen oder Basiswerte einfach gemeinsam angucken, vielleicht sogar hier meistens ja einer Meinung sind und in dieselbe Richtung handeln. Nichtsdestotrotz wäre dann natürlich der Aufruf an die Webinarteilnehmer, dass wir hier. Ich sehe gerade ganz links deinen Reiter, betrunkene Physiotherapeutin. Hört sich auch interessant an. Ja, das hatte ich, das da kam tatsächlich als Schlagzeile bei meinem Mega. GMX-Aufruf, als Schlagzeile des Tages. Da fällt mir nichts zu einem betrunkenen Psychotherapeuten. Wacht gegen neben Ja. irgendeinem 80-Jährigen auf. Das war so ein Gut, Morning Letter. Also das fehlt natürlich jetzt gleich hier in der Runde. Von daher rufe ich einfach die Leute auf, die jetzt hier quasi sich schon eingewählt haben. Wenn ihr Lust habt, wenn ihr investiert seid, wenn ihr Ideen habt, diese dann auch zu teilen im Chat, dass wir einfach hier diese Diskussion, die ja meistens auch jeder einzelne von euch zu Hause vor dem Rechner mit sich selbst führt. Also man hat ja meistens so diese zwei Stimmen im Kopf, eine sagt Long, eine sagt Short. Es ist natürlich unser Ziel, dass wir möglichst nur eine ganz laut hören und die andere fast gar nicht mehr. Und von daher ist es immer ganz cool, wenn wir hier in Diskussionen reinkommen und vielleicht uns die Basiswerte einfach gemeinsam anschauen, eure Fragen beantworten oder eure Trading-Ideen, Richtungen vielleicht auch hier diskutieren können. Ich werde natürlich wieder Trades vorstellen und hoffe, dass wir so ähnlich ja, wieder strukturiert werden. Wie das letzte Mal. Wir sind ja da im Webinar. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Chris, du wahrscheinlich schon auf Euro, US-Dollar Short gegangen im 5-Minuten-Chart. Also, das ist eigentlich relativ untypisch, in diesem monatlichen Webinar hier Intraday eine Short-Position aufzumachen.
Wer sich daran erinnern kann, das war natürlich goldrichtig. Und ich hatte dann tatsächlich auch nochmal unter dem YouTube-Video vom Chris, also von JFD hier, unter der Aufzeichnung nochmal kurz kommentiert, als ich den Stop-Loss quasi auf Break-Even nachgezogen habe. Wer sich daran erinnern kann, Mega-Trade. Also hoffe, der eine oder andere hat das mitgemacht und auch aussieht natürlich gut gelaufen. Nichtsdestotrotz, ihr wisst, die Trades sind relativ gut gelaufen, bisher alle hier aus den Webinaren. Könnt ihr euch die Aufzeichnung nochmal angucken? Vielleicht kann der Chris nochmal kurz zeigen, wo man das hier auf YouTube ziehen kann. Ich habe aber heute auch wieder eine ganze Reihe neuer Trades und würde von daher relativ zügig in die aktuelle Besprechung reingehen. Wir wollen uns jetzt hier nicht für historische Trades feiern, die irgendwann mal gut funktioniert haben, sondern wir wollen jetzt natürlich heute hier versuchen, neue, gute, bis sehr gute Trades hier zu finden und das, wie gesagt, gerne gemeinsam. Also wenn ihr schon Ideen habt, Basiswerte habt, stellt sie rein, dann kann ich schon mal die Zeit einplanen, die wir hier nutzen müssen. Der Chris hat euch den Link zur letzten Aufzeichnung vom letzten Monat hier gerade über, das ist der falsche übrigens, du hast jetzt den August geteilt, Chris. Das ist einfach der letzte Link, Ah, den das ich ist für jetzt alle. als oben hatte. Du kannst dich hier durchklicken. Hier sind im Prinzip ja Sehr alle gut. Aufzeichnungen. Oktober wäre dann praktisch hier der unterste Button, um das gleich mal zu sagen. Ich glaube, der Mai fehlt uns. Da gab es eine Aufnahme-Bug, aber hier oben seht ihr praktisch, wenn ihr draufklickt, dann die ganzen letzten Aufzeichnungen. Und hier haben wir praktisch den Oktober ganz unten, 1 Stunde 4. Genau, und wie gesagt, da waren wir hier im Euro-Dollar kurzfristig short gegangen, Intraday, mehr oder weniger so ein bisschen, ich sehe gerade, ich habe auch einen Schreibfehler reingemacht, mehr oder weniger so ein bisschen auch aus dem Bauchgefühl raus, wer sich das nochmal angucken möchte, wie und warum, der kann das hier natürlich tun und wie sich der Trade entwickelt hat, seht ihr natürlich ja im Chartbild. Das war ganz cool und wie gesagt, ich hoffe, dass wir einfach heute hier neue, ähnlich gute Trading-Ideen finden werden. Auch auf den Aussie werde ich gucken. Ich werde jetzt eingangs mal kurz auf den Euro-Dollar jetzt nochmal drauf schauen. Könntet ihr theoretisch, wenn ihr eine Meinung im Kopf habt, diese mal kurz im Chat posten. Ich gehe jetzt hier Richtung Tagesschart, aber wieder, weil wir das Webinar nur monatlich halten. Da sind also diese Intraday-Trades natürlich dann schwer zu besprechen. Das liegt dann schon sehr lange zurück. Ich versuche also heute wieder so ein bisschen für die berufstätigen, langfristigen Swing-Positionstrader hier zu arbeiten aus dem Wochenchart heraus über den Tageschart die Trades hier aufzumachen und ja, dass wir das einfach dann hier langfristig wieder verfolgen können. Du, Chris, ja, sag an. lieber Chris, also wie gesagt, wir können auch die Frequenz gern verkürzen. Ich weiß um die Nachfrage, die wir ja haben. Also ich weiß auch, aber um deine zeitlichen Begrenzungen. Also wir können da gern auch nochmal in medias res gehen, dass wir ein Stück weit überlegen, was wir vielleicht für 22 anders machen. Wie gesagt, die monatliche Cluster-Analyse ist top, aber wir wissen ja auch um die Marktteilnehmer, die immer gerne ein Stück weit kurzfristiger unterwegs sind. Vielleicht kann man da ja mal hin und wieder was einstreuen. Ich würde auf jeden Fall dir jetzt dann mal den Bildschirm gleich rübergeben. Da gibt es jetzt nochmal so einen kleinen Break. Nicht, dass du da jetzt gerade im Wortfluss bist und ich dich dann einfach sozusagen abcutte. Das sind nur 2, 3 Sekunden, aber es ist eben so. Deswegen würde ich dir jetzt gleich mal die Moderatorenrechte geben und dann kannst du den Bildschirm auswählen schon mal, den du jetzt dann fokussierst. Und dann, lieber Chris, gebe ich dir auch die Org-Rechte und bleibe auch noch ein Stück dabei. Also bis 11:15, gute 5 Minuten bin ich noch da und dann hast du die letzten 45 für dich, obgleich ich anfügen will, dass das natürlich nicht die Regel bleibt, sondern vielmehr eben eine Ausnahme ist, wenn ich mal davon husche. Ich weiß aber, dass der liebe Bernd auch dabei ist gerade. Ist ja praktisch ein Counterpart von mir rund um den Forex Bull. Wenn du magst, kannst du dann auch klarerweise mit ihm in Interaktion gehen. Er Hast du kennt sich auch da auch gerade aus. ein interessantes Währungspaar am Laufen, was wir hier initial nochmal zeigen könnten oder sollten? Eurocat sollten wir uns anschauen. Das ist Eurocard. auch, hatte ich auch gerade, ich habe ja gerade den Bildschirm vorher nochmal von unserem Pro-Trader-Team neben dieser betrunkenen Psychotherapeutin sozusagen aufgerufen. Letztlich Eurocat dahingehend durchaus mal spannend, was du da für eine Meinung hast. Schau dir den gern mal an. Euro-Kanadisch-Dollar hier auf Tagesbasis, Big Picture, was man da so ableiten könnte. Ist ja auch ein paar, was mit dem Ölpreis zusammenhängt. Und was ich sagen wollte, wir haben im Pro-Trader-Team Desk of Guidance natürlich auch die Möglichkeit, hier vielleicht den ein oder anderen Chart vom Chris Stern auch nachzurouten. Unter Umständen kann ich auch den lieben Chris dann mal mit dazufügen als Writer, sodass man da praktisch auch Charts interaktiver weiter dokumentieren kann. Klar, die Community bei uns ist ganz frisch, der Desktop noch nicht groß mit 150 Leuten. Aber da seid ihr natürlich sehr gern eingeladen, hier und da mitzuwirken an unserem Desktop an der Stelle. Das will ich gleich nochmal erwähnen.
Die Ork-Rechte gebe ich dir mal rüber, weil jetzt auch schon Wunschwerte reinkommen. Lieber Chris, da siehst du gleich britisch Pfund US-Dollar, eben Austral US-Dollar sind gewünscht. Und eben hier, was ich dir sagen will, ist eben der Euro-Cut. Schau dir den mal an, was du zu dem hältst oder was du für eine Meinung da pflegst. Und ansonsten auch danke, liebe Leute, erstmal für das Feedback. Wir haben tatsächlich Landshut dabei, München, also süddeutscher Raum, Bayern, Sonneck. Also wir sind tatsächlich hier sehr südlich orientiert. Jetzt gibt es auch noch Dresden an der Stelle. Grüße da in den Norden sozusagen. Münster haben wir auch am Start, aber auch Fettsonne. Also im Prinzip, es scheint sich hier tatsächlich gut anzulaufen. Und schön, dass ihr, wie gesagt, alle dabei seid. Chris organisiert hier gerade am Rechner die entsprechenden Tools. Chris, du weißt übrigens, das ist so eine schöne Schnittstelle. Du weißt wahrscheinlich um die Tatsache, das leite ich ja so ein Stück weit auf den Guidance Desk auch um, dass natürlich Trade Signal ja hier die Dienste einstellt zum Ende des Jahres. Das wird es nicht mehr geben als Plattform. Das heißt, hier werden wir wahrscheinlich eh umdenken müssen. Da würde ich dich natürlich dann bei Guidance gern begrüßen, Schrägstrich im MetaTrader natürlich das ein oder andere dann gern umgesetzt wissen, weil Trade Signal Online sich tatsächlich verabschiedet und die Börse Go hier mehr oder weniger den. Ja, ich sag mal, ich will nicht sagen den Kaffeesatz der ganzen User, aber das, was sich da in den letzten 2 Jahrzehnten angesammelt hat, dann sozusagen übernimmt und hier tatsächlich Börse Go ja, die Trade Signal Online Community weiterführen will, eben auch Charting und dergleichen, obgleich, ja, es ist ein anderes Charting bei Guidance, aber da wär ich sehr dankbar, wenn du da natürlich auch switcht, weil ab Januar ist sozusagen Trade Signal Online gar nicht mehr verfügbar. Ja, ich bin auch eigentlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen traurig, einfach nur, weil ich jetzt quasi vor vielen 100 Jahren angefangen habe, Charttechnik zu betreiben und Trade Signal auch schon sehr alt ist. Scheiße. Meiner Meinung nach auch immer eines der besten Charting-Tools war im kostenlosen Bereich hier, auch im deutschsprachigen Raum, auch mit dem Forum und so weiter. Und ja, der Switch dann rüber zu Guidance ist hoffentlich dann auch begleitet, natürlich vielleicht vom Marktprofil noch, weil ich glaube, zur Stunde gibt es das noch nicht, also quasi der Volumenindikator hier auf der Preisachse ist, glaube ich, bei Guidance noch ja, obsolet. Ich weiß nicht, ob du Einfluss hast da, dass man vielleicht diesen Indikator, der doch recht wichtig ist, sicherlich für viele professionelle Trader, den da mal irgendwann nochmal hinzuzufügen. Das würde, glaube ich, Guidance dann mehr oder weniger gleichwertig machen. Wobei man ein bisschen aufpassen muss bei Guidance. Ich nutze das tatsächlich auch. Die voreingestellten Kursdaten, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, sind oftmals Börsenplätze, die, sage ich mal, nicht unbedingt das größte Volumen haben. Also, oder auch ja, viele Brokerdaten werden da gezogen im Charting. Bei Aktien wird oftmals nicht der Xetra-Kurs initial eingestellt. Also da muss man quasi so ein bisschen aufpassen, wenn man Guidance nutzt, dass man über den Handelsplatz sich sozusagen den liquidesten Handelsplatz aussucht. Das ist meiner Meinung nach noch so ein bisschen ein Bug, beziehungsweise fast schon unprofessionell gehandhabt, dass da eher der Broker bevorzugt wird als die echte Börse. Kann auch sein, dass die Kursdaten sind natürlich relativ teuer, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Und die Plattform ist kostenlos. Also ich hoffe, dass quasi diese 2 Steps vielleicht mit dem Übergang auch ja, einiger professioneller Nutzer jetzt von Tracing gezwungenermaßen sozusagen jetzt da sich was Neues suchen müssen, vielleicht da auch noch abgeholt werden. Also ich weiß nicht, ob du da irgendwie Zugang hast, dir da Sachen zu wünschen. Das wäre natürlich, sage ich mal, das wäre für mich wichtig. Marktprofil, Price-Volume-Profile und vielleicht auch, dass diese Kursdatenqualität noch so ein bisschen fokussiert wird. Meiner Meinung nach ist das wichtig. Das ist also sehr gute Anregung. In der Tat, ich bin mit Robert Abend, das ist ja der B2B-Manager, tatsächlich auch im Kontakt, gerade wegen dem Umzug und auch möglichen Verbesserungen. Schrägstrich, du weißt ja auch aufgrund deiner Geschichte bei Börse Go, dass das Team relativ groß ist, aber der Robert, der sozusagen der Führungskopf ist, und mit dem hatte ich erst unlängst wieder E-Mail-Austausch, gerade im Kontext des Ganzen. Und da werde ich auch gern Verbesserungen beifügen. Also, das ist ein guter Punkt mit dem Volume Profile. Das ist natürlich eine programmiertechnische Geschichte, die meines Erachtens jetzt keine Hürde ist. Und wie du schon sagst, würde auch Guidance sicherlich pushen. Ich werde das definitiv mitnehmen, auch das mit dem, sage ich mal, Liquiditätsplatz, der dann eben da auch forciert sein sollte. Man muss hier, da gebe ich dir recht, in der Tat immer noch mal manuell schauen, auch weil wir bei Guidance konnektiv unterwegs sind mit der Börse Go und JFD. Das heißt, du kannst da, das ist natürlich auch ein Riesenfortschritt jetzt zu Trade Signal Online. Denn wenn du ein Guidance zeichnest, kannst du im Prinzip auch dein Konto verknüpfen und dann praktisch von dem gezeichneten HTML-Chart, sage ich jetzt mal, direkt deine Orders auch ausführen und musst nicht extra im MetaTrader agieren. Das ist natürlich auch schon ein schönes Feature, wenn alles,
drumherum natürlich dann so ist, wie die Nutzer sich das wünschen. Und ich glaube ganz sicher, da kommen auch viele Anregungen von den Trade Signal Online-Usern. Die und Chris, ich bin genau mit dem Teil auch groß geworden, zur Jahrtausendwende, ja, 2002, 3, hier habe ich noch die ersten Blog-Einträge damals in irgendwelchen Forex, sage ich mal, Chaträumen da sozusagen am Start gehabt. Also ich kenne das Tool genauso wie du und ich nutze es auch hin und wieder, gerade für den US-Dollar-Index zum Beispiel, auch immer schön, den ich mir hier im Big Picture aus dem Trade Signal Online-Universum rausziehe. Aber die Punkte, die du ansprachst, nehme ich mit. Guidance stürzt auf Up, sehe ich gerade. Okay, TradingView, Stefan, muss man auch mal schauen. Ich finde TradingView auch absolut klasse, ist auch international das Brett schlechthin. Beide Plattformen haben ihre Vor- und Nachteile. Abstürze, wie gesagt, gibt es sowohl bei TradingView auch wie bei Guidance, zumal eben auch da die Anbindungen der Broker auch immer die große Herausforderung ist. Und da kann ich nur sagen, wir haben auch da schon Gespräche relativ weit fortgeführt, die dann aber doch auch nicht fruchteten. Was mit TradingView und JFD da passiert, werden wir beim nächsten Jahr nochmal sondieren. Wird dieses Jahr nichts mehr passieren. Aber die Idee, dass wir uns da auch anschließen, ist ein Stück weit vertagt worden. So viel kann ich schon mal sagen. Jetzt aber lange genug der Worte. Herrgott, wir haben eine Viertelstunde rum, Chris. Du hast zumindest schon mal den Eurocut auf den Schirm geholt. Finde ich klasse. Jetzt gebe ich dir wirklich die Orgrechte. Warte nochmal. Jetzt muss nochmal gucken, dass das bei dir sozusagen alles flutscht. Dann zum Ende hin praktisch einfach das Webinar schließen oder beenden, vielmehr für alle und dann. Also wenn ihr jetzt Basiswerte schon reingetippt habt, dann schreibt das nochmal bitte kurz rein. Ich sehe quasi den Chat erst ab jetzt, diesen Moment. Würde ich euch bitten, wenn ihr euch schon jetzt hier ja, irgendwas gewünscht habt, schreibt es nochmal kurz rein. Schreibt mir die Richtung dazu, eure Idee vielleicht. Und Chris, wie sieht es aus, eure Cut Long oder Short hier bei dir? In der Tat, spekulativ Long, Divergenzen in den untergeordneten Zeitebenen, im Rahmen vom Öl, der hier auch nochmal durchschnaufen könnte, ist die Idee spekulativ den Long Move hier in deine Price Action Zone dazu 1,46. Das sind gute 200 Pips, die wir noch vor uns haben, mit einem meines Erachtens sehr interessanten Ratio. Der Punkt ist nur, wenn er natürlich durchsagt, wir sehen den luftleeren Raum. Ja, das ist das, was wir eingangs sagten. Puh, wenn das Ding natürlich mal ein Stück weit, sage ich mal, federn lässt, dann kracht das auch mal mehrere hundert Pips jetzt nach unten. Vielleicht gibt es auch noch ein Fakeout auf der Südseite. Es ist auf jeden Fall tricky, aber ich finde dieses Setup, das haben wir auch beim Devisenradar unlängst erarbeitet und der liebe Bernd hat das ja im ProTrader-Desk auch dargestellt, gerade unter Währungsgesichtspunkten sehr, sehr fantastisch, weil wir wirklich so ein Sell-off gesehen haben beim Euro-Cut und gerade Cut-Öl, Öl-Währung, Brent, WTI. Da muss man mal sehen, ob Öl jetzt nicht durchschnauft, jetzt noch zum Winter ausklang. Und das ist durchaus was, was dann auch unter, sage ich mal, wie sagt man so schön, Korrelationsgesichtspunkten interessant ist. Vielleicht kannst du dann parallel auch nochmal Öl covern, ob das so ein bisschen toppt gerade und eben konsolidiert. Das würde dem Euro-Cut auf jeden Fall helfen, wenn nämlich der kanadische Dollar durch einen schwächeren Ölpreis auch, ich sag mal, an Nachfrage verliert, profitiert der Euro davon. Also das Währungspaar Euro-Cut. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Situation. Ich will aber auch sagen, es gibt immer die Münze an der Stelle, wenn der durchrauscht und der Support, Chris, hast du sehr schön eingezeichnet hier um die 1,43. Wenn er da durchgeht, dann kann es wirklich rutschig werden. Und wir sehen das sehr schön hier in deinem Wochenchart. Da ist wahrscheinlich erst im Bereich 1,38 Luft. Und insofern kann man auch die andere Seite spielen, falls er abtaucht. Aber momentan finde ich den Support interessant, eben auch untergeordnet hier und da kleine Divergenzen. Ich denke, das sollte man sich mal ins Auge fassen. Chris, vielen Dank, dass du noch deine Meinung kundgetan hast. Damit seist du natürlich auch entlassen. Wir werden den Chart noch ganz kurz gemeinsam besprechen, weil ich jetzt eher ja, US-Dollar-Cut in der Regel mir angucke, muss ich jetzt quasi hier auch von null anfangen. Noch ein kleiner Einwurf zu der Software-Thematik. Ich bin ein großer Fan davon, dass man eine Charting-Software hat und quasi seine Analyse dort ordentlich macht und das alles einmalt und von mir aus auch schon mal die Trading-Parameter, Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit reinzeichnet. Aber ich bin dann in der Regel geneigt dazu, weg von der Charting-Software rüber in MetaTrader zu gehen und den Trade dann dort erst zu handeln, weil einfach ich dann im einen initial noch meinen unverfälschten Plan habe und in der anderen Software sozusagen nur noch meinen Trade sehe. Der Trade wird nämlich psychologisch gesehen, sobald der quasi in meinem Charting laufen würde, natürlich mich beeinflussen und vielleicht mich vom initialen Plan dann auch abbringen, weil man will dann natürlich
nur noch den Trade sehen und in die Richtung laufen, in der der Trade geplant ist. Da kann es auch passieren, dass man vielleicht mal am Stop-Loss rüttelt und so weiter. Wenn man dann aber initial noch den Plan sieht, in einer vielleicht zweiten Software, auf dem zweiten Bildschirm, dann neigt man vielleicht eher dazu, diesen Plan auch durchzuziehen und dann nicht im laufenden Trade diesen quasi nochmal zu verschieben, zu Ungunsten vielleicht auch des Risikomanagements. Von daher Mega. finde ich die Sache quasi, das zu splitten, einmal Analyse, einmal Trading, gar nicht so dumm, wenngleich eben auch das alles in einem Bild meiner Meinung nach dazu einlädt, mehr Trades zu machen, als man vielleicht sollte. Das kann natürlich für einen Intraday-Trader auch gut sein, wenn man direkt im Chart sozusagen auch handeln kann, weil man auch schnell sein muss. Man sieht quasi die Chance, muss sofort Long Short reinspringen in den Markt, aber sobald man quasi längerfristig Position Swing Trading macht, finde ich es eigentlich besser, wenn man den initialen Plan hat und den laufenden Trade und das Ganze sozusagen gar nicht vermischen muss. Das ist aber persönlich jetzt nochmal meine Vorliebe. Ich denke, für den einen oder anderen ist es vielleicht besser, als ja, diesen initialen Plan zu zerstören mit einem laufenden Trade, weil ihr einfach psychologisch gesehen dann natürlich massiv beeinflusst werdet von vielleicht noch blinkenden Profit-Loss-Zahlen. Zum Eurocut. Ich fange quasi generell an, hier natürlich, wenn ich den Wert nicht kenne sozusagen oder lange nicht mehr angeguckt habe, in einem langfristigen Wochenchart mir das Ganze über mehrere Jahre anzuschauen. Das haben wir jetzt mehrmals gemeinsam schon getan und dann versuche ich natürlich zunächst mal einen Trend zu ermitteln. Fließt Geld rein oder raus aus der Währung? Welches Pärchen hat hier einen Trend sozusagen gegenüber dem anderen? Und man rollt dann sozusagen am besten mit seinem Schreibtischstuhl einfach einen Meter zurück, blinzelt die Augen zusammen und versucht dann zu sehen, ob der Kurs von links unten nach rechts oben oder andersrum läuft. Und hier ist es so, wenn man das jetzt tut, dann ist es eigentlich de facto gar nicht wirklich ein Trend vorhanden hier über die letzten Jahre, sondern wir laufen grob gesehen unter hoher Volatilität seitwärts. Und das ist natürlich der erste Punkt, der dann sagt, ja, schwierig, du musst jetzt quasi gezwungenermaßen auf die gleitenden Durchschnitte schauen. Die geben dir nämlich dann in dem Moment einen quasi mathematischen Trendfilter und geben dir jetzt auch aus meinem ja, Tool heraus sozusagen die Trendrichtung vor. Wir sind unter dem EMA 200, der ist auch gen Süden geneigt. Wir sind auch unter dem EMA 50. Wir haben das sogenannte Death Cross hier. Das heißt, de facto bewegen wir uns in einem Abwärtstrend, das heißt, der Kurs wird mittel- bis langfristig weiter fallen. Wir haben aber auch hier schon mal das Fehlsignal des Death Cross, gleich gefolgt vom Golden Cross. Das ist natürlich hier fundamental bedingt das Ganze hier nach oben gegangen. Aber wir sehen, dass es auch nicht immer so funktioniert, wie wir das jetzt hier erwarten. Tendenziell erwarte ich aber hier tatsächlich dann einen weiter fallenden EMA. Darf eigentlich aus meiner Logik heraus nicht in die Long-Position gehen, sondern muss mir hier irgendwo eine Short-Position suchen. Jetzt ist es aber so, ich gehe natürlich mit der Meinung von Chris vollkommen d'accord. Wir haben einen starken horizontalen Support erreicht. Wir sind auch weit gelaufen. Also wir haben einen schönen Abwärtstrend gesehen. Die Korrekturphase hier wahrscheinlich auch bis zum 38er Fibo ungefähr und dann jetzt hier den nächsten Schub in Richtung des neuen bzw. jungen Abwärtstrends. Aber wir sehen auch vom Volumen her, hier unten ist jetzt erstmal so ein bisschen die Luft raus. Der Support wird wahrscheinlich den Kurs Richtung Point of Control, Richtung Haupteffizienzlevel drücken und dann erst sozusagen diesen Trend fortsetzen, weil natürlich jede Bewegung zunächst mal auch eine Erholung braucht. Wir werden das gleich nochmal sehen im Kurs Schweizer Franken Japan Yen. Den haben wir uns auch letzten Monat angeschaut, wie sich dieses Spiel aus Kraftaufwand einer Marktseite und der gezwungenermaßen daraus folgenden Erholung immer wieder abwechseln. Und hier ist es eben tatsächlich so, dass man jetzt temporär für einige Tage, Wochen hier natürlich auch die Long-Seite nutzen kann, eben auch weil man, wenn man nicht von diesem Fake ausgeht, auch einen super Stop-Loss natürlich hat. Es ist auch so, wenn ich weiß, ich arbeite gegen den übergeordneten Trend, kann ich auch mein Risiko ein bisschen verringern. Ich kann auch sagen, hey, ich brauche hier vielleicht zwei, drei Versuche, bis das nach oben läuft. Ich arbeite gegen den Trend, also gehe ich halt einfach Risikomanagement-Sicht hier vielleicht nur mit der halben Positionsgröße rein vom normalen. Ich gehe ja normal 2% in Abhängigkeit vom Konto, von der Equity sozusagen in den Markt rein. Und hier könnte man jetzt beispielsweise sagen, wenn ich long gehen möchte, und ich weiß aber, es ist kein Fünf-Sterne-Szenar, dann gehe ich eben vielleicht nur mit der halben Positionsgröße rein, um dann eben hier das Ganze entspannt gegen den übergeordneten Abwärtstrend zu handeln. Was auch gleich auffällt, ist natürlich zum klassischen charttechnischen Support, zum Volumen, das natürlich jetzt hier den Kurs wieder anzieht und zur Trendlogik aus Bewegung erfolgt Erholung und auch natürlich hier zunächst mal eine Korrektur zum alten
Widerstand jetzt natürlich. Auch hier die Saisonalität, die habe ich schon mal eingeblendet, die saisonale Projektion über die letzten 4 Jahre, die jetzt natürlich auch hier so ein bisschen diesen Abwärtstrend hier ablöst mit einer bullischen Phase bis zum Jahresende hin. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auf der Long-Seite vermehrt Argumente gefunden für einen Trade. Wir hätten auch einen Mega-Stop-Loss, nämlich am letzten Verlaufstief, und wir haben natürlich auch mit dem Point of Control einen Mega-Take-Profit, Mega-Chance-Risiko-Verhältnis hier, ich schätze 5 zu 1 oder größer. Kann man traden, sollte man vielleicht sogar auch traden, aber es ist kein 5-Sterne-Szenario, weil eben wir hier gegen die übergeordnete Trendrichtung handeln. So viel zum Eurocut aus meiner Sicht. Also ich bin sozusagen der gleichen Meinung wie der Chris. Man sollte hier im Moment die Long-Seite suchen, die Short-Seite erstmal meiden. Und das habe ich euch gesagt, wir gucken mal auf Bewegung, Korrektur. Den Wechsel Schweizer Franken, Japan Yen haben wir im Oktober besprochen gehabt, nämlich mit diesem langfristigen Arbeiten der Bullen an einem Ausbruch über die Widerstandszone horizontaler Natur mehrfach bestätigt, desto öfter, desto stärker natürlich diese Linie. Und dann kommt der Ausbruch, und dieser Ausbruch hat sehr, sehr viel Kraft gekostet. Man hat sich hier im Grunde genommen mehrere Jahre darauf vorbereitet, hat den Ausbruch realisieren können, und meistens ist es so, dass die Erholung dann zurück an das alte Level führen muss, fast schon. Also wir sehen das sehr, sehr oft in allen möglichen, egal ob jetzt hier ein Dreieck aufgebrochen wird oder hier so eine horizontale Stützung, dass der Ausbruch quasi so viel Kraft kostet, dass die Erholung nochmal ans ursprüngliche Action-Niveau heranreicht und man hier natürlich in mega Long-Position sich immer suchen kann. Und das hatten wir auch vor einem Monat sozusagen besprochen. Der Rücksetzer war da, und dann ist im Grunde genommen hier die Trendfortsetzung sehr wahrscheinlich. Und wer das getradet hat hier in den letzten Wochen, der sieht natürlich auch, dass das in die richtige Richtung läuft. Und wir jetzt wahrscheinlich wieder so ein bisschen erholen Richtung altes Hoch und dann hier diesen Trend mit hoher Wahrscheinlichkeit weiter fortsetzen werden. Jetzt noch reinzugehen ist schwierig. Wie gesagt, ich wollte es nur noch mal zeigen. Aufbewegung folgt in der Regel Korrektur. Das ist meistens auch so. Übrigens, auf eine Ruhephase folgt in der Regel dann auch eine Bewegungsphase. Das ist auch das Interessante. Also ein Chart, der sozusagen eigentlich langweilig aussieht, je länger der so aussieht, desto interessanter sollte er eigentlich für uns Trader hier werden. Ich möchte noch auf einen Chart schauen, nämlich den Euro-US-Dollar, den wir letztens short getradet haben, aus verschiedenen Sichten heraus. Jetzt aber nochmal die Situation im Moment meiner Meinung nach schwierig zu traden. Also ihr solltet jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt den Euro-US-Dollar handeln aus Swing- und Positionstrading-Sicht. Warum? Weil wir hier eigentlich jetzt in einer sehr neutralen Stellung sind. Jetzt habe ich kurz den Chart geschrottet. Holen uns den mal zurück. Wir haben also diese horizontale Unterstützung im Grunde genommen neutralisiert, weil wir uns jetzt hier in dieser Zone länger aufhalten, haben aber eine neue ausgebildet. Und wir sehen auch hier, Abwärtstrend ist natürlich weiter intakt, aber auch das Volumen hier oben sehr stark geclustert, hier unten eher eine Langeweilezone, und es ist durchaus die Gefahr da, dass wir nochmal ins Volumen reingehen, dass wir nach unten hin auch sehr weit gelaufen sind und vielleicht auch hier ja die Zinspolitik so ein bisschen das Ganze irgendwann auch mal wieder Richtung goldene Mitte führt. Also Euro-US-Dollar meiner Meinung nach im Moment uninteressant. Schweizer Franken, Japan Yen meiner Meinung nach auch schwierig jetzt noch einzusteigen, und für die Teilnehmer, die wir heute im Grunde genommen im Webinar haben, möchte ich natürlich jetzt versuchen, Trades zu finden, die wir sofort wieder Market eröffnen können. Ich werde ganz am Ende vom Webinar auch noch einen professionellen Spread Trade vorstellen für diejenigen, die schon länger traden. Da wird das dann interessant sein. Ansonsten schauen wir kurz auf den DAX, weil der natürlich wie immer, wie so oft, ein Wunsch von euch ist, dass wir uns den angucken. DAX Kursindex, Wochenchart, mehrere Jahre Historie, exkludierte Dividendenzahlungen, Gewinnausschüttungen, also hier die reine Entwicklung der Kurse ohne die Dividendenzahlungen. Wir sehen neue Hochs, das heißt, wir haben weiterhin die Short-Position verboten, wie ich auch schon im Oktober euch gesagt habe. Wir suchen eher die Long-Position, aber sind natürlich auch jetzt weit oben. Und wo soll es dann hingehen? Wie soll man da reinkommen? Meiner Meinung nach schwierig. Wir haben einige Kurslücken auch aufgemacht. Das heißt, DAX aus meiner Sicht Long erlaubt, Short verboten. Aber wo soll man reingehen? Wo es deutlich interessanter ist, ich hatte den Chart auch initial schon mal aufgerufen, ist hier der Goldpreis. Da ist jetzt natürlich schade, dass der Chris da jetzt
nicht mit mir diskutieren möchte. Vielleicht habt ihr da eine Meinung dazu. Gold im Moment natürlich in einem Rush. Wir sehen steigende Kurse. Viele Leute freuen sich da auch drüber, weil natürlich viele Leute auch hier zu günstigen Kursen ja auch tatsächlich in Gold investiert haben. Seien es Münzen, Barren, irgendwelche Zertifikate, vielleicht hier auch natürlich über die Möglichkeit des Forex Pairs Gold gegen US-Dollar hier long sind. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich finde, Gold ist im Moment eine mega, mega schöne Short-Idee. Warum? Zum einen, weil wir natürlich aus Sicht des Trends, aus Sicht der gleitenden Durchschnitte im Grunde genommen von links nach rechts laufen. Das heißt, wir haben im Moment nicht wirklich einen echten Trend im Goldpreis vorliegen. Das ist jetzt hier der Tageschart. Das bedeutet, Bola bringt uns meistens wieder zurück zu einem Mittelpunkt. Und der Mittelpunkt ist hier ganz klar entweder der gleitende Durchschnitt EMA 200, 200-Tage-Linie oder der sogenannte Point of Control aus dem Marktprofil. Das ist natürlich hochinteressant und dementsprechend ist es jetzt so, wenn wir uns wegbewegen von gleitendem Durchschnitt und Marktprofil, ist die Wahrscheinlichkeit in einer Phase des trendlosen Marktes, dass wir uns wieder hin zurückbewegen, sehr, sehr hoch. Das heißt, wir sind hier bei einer erhöhten Chance, dass Gold jetzt in den nächsten Tagen zurücksetzen wird. Aus meiner Sicht heraus ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch. Also ich darf euch nicht sagen, wie es bei 100%, das ist klar. Im Trading kann es immer schief gehen. Dafür haben wir den Stop-Loss. Dafür haben wir die Risikowarnung initial, die wir immer ansagen müssen. Aber ihr seht schon auch aus Sicht der Charttechnik, wir haben jetzt hier bei 18:30 eine massive horizontale Widerstandslinie. Eins, zwei, dreimal bestätigt. Wenn der Kurs da andockt, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit zunächst mal auf Verkäufer treffen. Das heißt, alle, die long investiert sind, werden Gewinne mitnehmen, werden hier Positionen im Markt werfen und alle, die short interessiert sind, werden natürlich hier an der Marke zunächst mal für mehrere Tage versuchen, in die Short-Position reinzukommen. Das Marktprofil zieht. Der Trend ist nicht da. Wir haben diese horizontale Widerstandszone und wir haben hier oben auch eine Marktprofilineffizienz, also eine Volumeneffizienz. Das heißt, hier hat der Kurs meistens kein Interesse, Zeit zu verbringen. Der rutscht relativ zügig durch oder geht eigentlich gar nicht erst hinein in diese Zone. Das bedeutet, wenn wir weiter steigen, wäre das natürlich ein mega Ding für die Long-Investierten, weil wir wahrscheinlich vom Volumenhügelchen zum nächsten Volumenhügelchen, beziehungsweise auch dann horizontal Widerstand direkt durchstarten werden. Das heißt, wenn ihr long seid, meiner Meinung nach Stop-Loss nachziehen, vielleicht auf Break-Even ziehen, in der Position drin bleiben. Wenn ihr nicht investiert seid, bin ich eigentlich der Meinung, dass wir gezwungenermaßen jetzt hier nochmal korrigieren werden, um dann erst hier ja Mut zu fassen, Kraft zu holen, Energie zu tanken, hier weiter dann Richtung der 1900 US-Dollar Marke durchzuziehen. Was immer sehr interessant ist in dem Moment, wo man hier sich so einen Chart anschaut, ist natürlich auch die Saisonalität sich dazu mal anzuschauen. Wenn ihr beispielsweise auf Sysinax.com die Saisonalitäten nutzen wollt, die Seite ist kostenlos, steht also jedem für die Popular Instruments, also für die wichtigsten Basiswerte hier zur Verfügung. Ihr könnt dann auch eigentlich den Zeitraum relativ ja, frei wählen. Ich bleibe jetzt mal bei den 10 Jahren Grundeinstellung und über dieses Tool hier könnt ihr sozusagen den heutigen Tag euch einzeichnen. Und ihr seht schon, auch saisonal gesehen ist Gold jetzt eher im Abverkauf. Übrigens ergibt es im DAX immer, ich zeige euch das nochmal ganz kurz, wer das noch nicht kennt, ja, so eine Art Jahresendrallye, also so eine Art Weihnachtsrallye bis Silvester ungefähr. Das spricht auch nochmal gegen eine Short-Position natürlich. Unbedingt das im Hinterkopf behalten. Gehen wir zurück zum Gold. Also wir sind hier tatsächlich bis um die Weihnachtszeit herum jetzt im massiven Short-Modus auf Basis der letzten 10 Jahre. Mathematisch gemittelt sozusagen ist das hier der Forecast bis Weihnachten. Und das spricht auch eher für eine Short-Position. Das heißt, im Goldpreis, denke ich, können wir mit relativ gutem Gewissen eine Short-Position aufmachen. Entweder jetzt oder ihr legt euch auf die Lauer bei 18:30 ungefähr und setzt dort schon mal einen Short rein. Was ein bisschen schwierig ist, zugegebenermaßen, ist jetzt hier die Stop-Loss-Problematik. Weil wo lege ich den hin? Es kann ja sein, dass sich hier einzelne Dochte, einzelne Fake-Breakouts nach oben durchziehen, weil natürlich hier auch viele Orders dann noch rumliegen. Ist das interessant für den Markt? Und man wäre sofort aus der Short-Position raus. Von daher wäre es, denke ich, ratsam für alle, die Zeit haben,
Man nimmt sich hier den Tageschart, man denkt auch schon mal dran, hier short zu gehen, aber man sucht hier jetzt im Stundenchart in den nächsten ein, zwei bis zu 5 Tagen nach einer Trendwende im Stundenchart. Das heißt, es kann eine Schulterkopf-Schulterformation, ein Doppeltop sein, ein Bruch der gleitenden Durchschnitte, sowas in die Richtung. Das heißt, ihr macht euch sozusagen euren MetaTrader auf, holt euch schon mal den Goldpreis sozusagen auf die Lauer vom Wochenchart rüber nochmal auf den Tageschart. Wir haben also hier im MT4 nochmal dasselbe. Wir haben hier die Saisonalität in nächster Zeit sehr, sehr schwach, ist jetzt hier nur auf 3 Jahre berechnet. Wir haben hier den Widerstand schön eingezeichnet und wir warten jetzt sozusagen hier entweder auf eine Lunte, also auf eine Tageskerze mit einer relativ großen Lunte, die vielleicht dann sogar rot endet, oder wir warten einfach in der tiefer liegenden Zeiteinheit, in diesem Fall hier eine Stunde, jetzt auf den Trendwechsel. Also wir warten sozusagen hier auf eine technische Formation, die uns sagt, es geht nach unten, oder wir warten darauf, dass die gleitenden Durchschnitte vielleicht nach unten wegbrechen. Das ist dann aber immer etwas später dran. Das wäre also interessant für diejenigen, die berufstätig sind. Für die nächsten Tage holt euch den Goldchart sozusagen immer mal wieder her, prüft immer mal wieder die Tageskerze, prüft immer wieder den Stundenchart, und sobald wir hier Trendwende-Indikation bekommen, lohnt es sich meiner Meinung nach hier vielleicht ein, zweimal gen Süden zu feuern. Schau mal weiter, falls ihr noch Fragen habt zum Goldpreis, stellt diese natürlich ein. Schau mal kurz in eure Fragen rein, da sind schon relativ viele. Und versucht das, Jürgen schreibt, ist auch meine Idee. Das ist natürlich super. Wartet quasi auch auf den Short-Einstieg in Gold. Jürgen schreibt auch noch Pfund US-Dollar auf der Long-Seite. Habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, Jürgen. Schauen wir es kurz an. Ich habe ja gesagt, ihr sollt mitmachen. Von daher muss man es auch belohnen und wirklich machen. Pfund US-Dollar Wochenchart. Der Long-Seite, ja, okay, das haben wir auch schon mal auf dem Schirm gehabt, gell? Wir haben positive Saisonalität, wir haben leicht steigenden EMA, wir haben das Golden Cross gesehen, wir haben, was noch ein bisschen weiter weg ist, und deswegen wartet der Jürgen wahrscheinlich auch noch diese Horizontalunterstützung hier, da kommt dann auch das Volumen hinzu. Das heißt, wir sehe ich ganz genauso. Also wir haben quasi die Schulterkopf-Schulterformation inverser Natur mit dem Aufbruch nach oben, Aktivierung der Nackenlinie, kurzer Abpraller, was heißt kurz, wir sind im Wochenchart, das läuft ja also mehrere Monate gen Süden, Abpraller an diesem Doppeltop, an diesem alten und zweiten Widerstand, und werden jetzt wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen hier ranlaufen an die 1,33,47 und dann nach oben weiter durchstarten. Sehe ich also ganz genauso. Problem ist, wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, also ich schätze mal ein, zwei, 3 Wochen, vielleicht sogar interessant dann für das nächste Webinar. Was ich jetzt noch auf dem Schirm habe, ist der Austral-Dollar, New Zealand-Dollar, den würde ich euch gerne nochmal zeigen. Und zwar hier auf der Short-Seite interessant, auch für einen aktuellen Trade. Wir beginnen im Wochenchart, mehrere Jahre Historie, langfristiger Trend geht hier. Wenn man rückwärts rollt mit dem Schreibtischstuhl, Augen zusammenblinzen, geht der Chart schon tendenziell eher von links oben nach rechts unten. Wir sehen es aber auch in den gleitenden Durchschnitten. Zuletzt Korrektur über mehrere Monate, dann jetzt hier wieder der abfallende EMA 200, der abfallende EMA 50. Und was natürlich markant ist, wenn ihr euch mal die Seasonal Projection anschaut, über 9 Jahre, über 5 Jahre, die geht jetzt massiv hier in den Short-Modus über. Das heißt, Austral-Dollar, New Zealand-Dollar ist hier jetzt nochmal sehr, sehr interessant. Und man sieht es auch schon im Wochenchart. Schulterkopf, Schulter, dann Trend nach unten, neues lokales Tief ausgebildet. Die Erholung war schon da. Das heißt, wir haben sie schon gesehen. Wir müssen gar nicht mehr weiter nach oben gehen. Und jetzt schon wieder in Richtung des Trends unterwegs. Das heißt, hier ist jetzt die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch bei diesem Kurs, dass wir sozusagen sofort einen Short erwischen, der schon quasi gleich anläuft, und das ist natürlich interessant für uns Trader. Und dann gehe ich jetzt tiefer in den Tageschart runter. Austral-Dollar, New Zealand-Dollar, D1, eine Kerze, ein Handelstag sozusagen. Und wir sehen hier nochmal quasi diesen letzten Abverkauf. Wir sehen hier jetzt die letzte Erholung an genau punktuell die 200-Tage-Linie ran. Das ist übrigens fast schon mustergültig. Was man nochmal machen kann, ist, man kann nochmal ein Fibo drüber ziehen. Wenn man jetzt ein Lehrbuch schreiben würde, könnte man quasi diesen Chart hier natürlich lehrbuchmäßig hernehmen. Wir haben erstmal diesen Trend, diesen jungen neuen Trend mit einer Bewegung, Korrektur, tiefere Tiefs, Bewegung.
haben die Korrektur punktuell bis zum 61,8 der Fibonacci-Retracement, punktuell bis zur 200-Tage-Linie. Dann hier auch schon wieder die Trendfortsetzung und auch untergeordnet sehen wir schon wieder den neuen Trend. Das heißt, wir sehen jetzt hier schon wieder das, ich muss das nochmal einzeichnen, weil es so schön ist. Machen wir es lieber nochmal ordentlich. Ihr werdet selten so einen schönen Trend sehen. Also wir haben quasi hier in Rot den übergeordneten Trend. Das heißt, der geht hier in die Korrektur und wird sich jetzt hier wahrscheinlich Richtung Süden fortsetzen können. Und wir sehen untergeordnet schon wieder jetzt hier den neuen Trend, beziehungsweise den tieferen Trend. Das heißt, wir werden jetzt hier wahrscheinlich uns weiter fortbewegen können. Und das ist natürlich eigentlich schon eine Einladung, das Ganze zu traden. Die Frage ist jetzt nur, wenn ich jetzt short gehe, setze ich den Stop-Loss auf das letzte Hoch oder auf das vorletzte Hoch über der 200-Tage-Linie. Und hier ist es jetzt natürlich, je aggressiver, je wahrscheinlicher auch, dass das Stop-Loss vielleicht fliegt, ist natürlich, je näher ihr ihn dran setzt. Ich würde ihn jetzt tatsächlich sogar hier über die 200-Tage-Linie setzen. Und da ist jetzt natürlich das, was uns der Broker bietet, Gold wert, dass wir hier auf Margin traden, dass wir sozusagen hier natürlich diese große Strecke auch absichern können. Also meiner Meinung nach gehört das Stop-Loss über die 200-Tage-Linie, über das letzte markante Verlaufshoch, über den letzten Volumenwiderstand hier auf der Short-Seite. Also mit diesem Plan sozusagen müsste man jetzt in den MetaTrader rübergehen und die Position aufmachen. Jetzt gehen wir rüber auf den MT4, suchen uns den Out New Zealand Dollar raus, ziehen uns den hier auf die Chartfläche, gucken uns das Ganze nochmal ganz kurz an. Wochenchart, genauso Tageschart. Übrigens hier nochmal wunderbar auch eine kurzfristigere Saisonalität. Wir hatten ja 9 und 5 Jahre in Trade Signal, jetzt haben wir hier nur 3 Jahre und alle sind wirklich massiv gen Süden gerichtet. Das heißt, das lädt fast dazu ein, jetzt hier Market Short zu gehen, weil wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen, ja, soll nochmal hochgehen, ich will da zu höheren Kursen Short gehen, ich verpasse diesen Trade und würde mich wahrscheinlich sehr, sehr ärgern. Was man jetzt machen kann, ist natürlich, man kann sich mal sein Risiko anschauen. Also ich symbolisiere sozusagen mal mit der roten Linie den Stop-Loss hier über dem Hoch und mit der grünen Linie sozusagen den Einstieg zum aktuellen Kurs. Zugegeben, klar, es ist eine weite Strecke, aber die wird natürlich durch ein CRV auch hier gerechtfertigt, das hier unten ungefähr liegt. Ihr seht hier unten, ich gehe weiter zurück. Bei der 1, ja, um die Parität rum, also bei der 1,005 ungefähr sollte man also hier die Reißleine ziehen. Und das ist natürlich dann, ja, umso interessanter. Wenn ich den Stop-Loss jetzt also hier drauflege, habe ich nach unten immer noch ein Vielfaches. Aber ihr könnt den Trade natürlich je nach Belieben auch hier aggressiver traden. Also ihr könnt den Stop-Loss auch hier runterziehen. Es wird funktionieren, meiner Meinung nach, weil der EMA kommt natürlich jetzt auch uns immer weiter entgegen und ist dann tatsächlich auch unter diesem Hoch. Also kann man schon machen, wird halt vom CRV her mehr Sinn machen, den Trade aggressiver einzugehen. Ich rechne mal ganz kurz beide Varianten. Die kleinste Lotgröße, 0,01 Lot bei JFD, würde man also um die 10 € riskieren, wenn man jetzt hier Market Short geht und den Stop-Loss hier hinlegt. Also auch für kleine Konten durchaus handelbar das Ganze. Und wenn man den Stop-Loss weiter hochlegt, dann muss man quasi für die kleinste Lotgröße 0,01 Lot, also Mikrolot, ungefähr 15 € riskieren. Geht beides, macht das so ein bisschen nach eurem Denken. Ich werde wahrscheinlich sogar jetzt hier die aggressivere Variante fahren. Die Schritte, die ihr machen müsst, sind quasi, also ihr müsst einmal die Risikostrecke messen. Was kostet euch das Ganze? Quasi, wie gesagt, sind um die 10 € pro Mikrolot hier in diesem JFD-Konto und könnt natürlich dann in Abhängigkeit von eurem Kontostand, jetzt hier beispielsweise auf dieses relativ kleine Konto, wenn ich 2% fahren würde, könnte ich ungefähr 0,2 Lot in die Short-Richtung aufmachen. Jetzt machen wir den gleich auf, bevor ich das vergesse. Also wir gehen 0,2 Lot in die Short-Position rein und setzen den Stop-Loss sozusagen relativ eng über das letzte Verlaufshoch bei 1,0528. So viel dann zum Austral-Dollar, New Zealand-Dollar. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, andere Meinungen seid, schreibt es ruhig kurz in den Chat rein. Den können wir sozusagen dann beim nächsten Mal wieder gemeinsam besprechen. Würde mich interessieren, ob ihr vielleicht den Trade
mitgeht, natürlich auf eigenes Risiko. Ansonsten gehe ich mal rüber auf den nächsten, den ich jetzt noch recht interessant finde, im Moment Euro-Japan-Yen. Machen wir es wieder so, dass wir zunächst mal hier in der Trade Signal Software, solange wir sie noch nutzen können, machen wir das auch hier, das Ganze uns nochmal anschauen. Langfristiger Wochenchart, mehrere Jahre Euro, Japan, Yen. Golden Cross in der kleinen Durchschnitt, Ebene hier, ansteigende EMA 200, ansteigende EMA 50. Schönes Trendverhalten, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Jetzt schon wieder hier quasi in der Bewegung drin und auch hier wieder eine mega schöne. Heute ist quasi dieser, beziehungsweise diese Woche ist dieser Tag, eine mega schöne, ein bullisches Saisonalität über 9 und 5 Jahre gerechnet. Quasi hier fast schon auch ein Muss, diesen Trade nach oben hier zu machen. Wenn wir in den Tagesschart runtergehen, sieht das so aus, dass wir also hier am 200-Tage-Durchschnitt hier diesen Trendwechsel sozusagen erstmal eine Seitwärtsphase hatten, dann aber aus dieser Seitwärtsschiebezone nach oben hin ausgebrochen sind. Im Moment an diesen alten Ausbruchslevel, wie ich es vorhin gesagt hatte, wieder ranlaufen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier so ein bisschen noch erholen, ans Volumen rangehen, die gleiten Durchschnitte in den Rücken nehmen, zur Hilfe nutzen und dann wahrscheinlich hier nach oben durchstarten. Gleiche Logik, ich gehe quasi jetzt hier Market Long, setze den Stop-Loss unter das doppelte Tief. Hier gibt es auch gar keine Diskussion und gehe quasi zugunsten der Saisonalität in den Long Trade rein. Euro Japan Yen ist quasi jetzt hier der nächste Kandidat, den wir uns raussuchen müssen, beziehungsweise nicht müssen natürlich. Ihr könnt euch das Ganze mal anschauen. Wo haben wir ihn denn? Hier haben wir ihn. Wochenchart sieht jetzt im MetaTrader so aus. Tageschart sieht genauso aus wie vorhin beim Trade Signal. Bullische Saisonalität für die nächste Zeit. Und jetzt hier natürlich schon die Möglichkeit, hier einzusteigen. Ich mache nichts anderes wieder. Ich messe quasi hier einfach mein Risiko. Ich zeichne quasi hier meinen Stop-Loss unter dem Doppelboden ein. Ich gehe zum Marktpreis hier rein in die Position. Schaue, was kostet mich der ganze Spaß. Im schlimmsten Fall pro Mikrolot 22,15 € circa. Er dürft nicht vergessen, es gibt natürlich die Gap-Risiken und die Slippage-Risiken bei den Brokern. Das heißt, es kommt jetzt nicht auf den Cent genau, wenn der Stop-Loss fliegt hier so raus. Es kann noch ein bisschen zu euren Ungunsten laufen. Aber ihr solltet das grob ermitteln. Und wenn ich ungefähr 2% Risiko fahren möchte, kann ich 0,09 Lot hier auf der Long-Seite traden. In einem kleinen Konto wohlgemerkt. Also ihr könnt hier tatsächlich auch mit kleinen Konten schon ein schönes Risikomanagement fahren. So, Bernd, gibt es eine Performance System mit allen Trades der Webinarreihe? Ja, die gibt es zum einen natürlich dann einfach, indem ihr die selber mithandelt oder euch die Videos anschaut. Wir können aber dann am Ende natürlich vom Jahr auch einfach mal die Trades auswerten, wie sie denn gelaufen werden. Ich versuche jetzt immer gleich die Trades aufzumachen, weil das Problem ist, ich habe das Konto sozusagen hier fürs Webinar reserviert, damit wir da ein bisschen spielen können. Und wenn ich jetzt das Webinar dann ausmache, dann kann es passieren, dass ich vergesse, sozusagen den Trade auch wirklich aufzumachen, den wir hier besprochen haben. Deswegen werde ich jetzt immer gleich, wenn wir den Trade besprechen, sofort die Position aufmachen, werde dann nach dem Webinar die Stops noch und die Take Profits eintragen. Und dann können wir sozusagen über den Track Record von diesem Konto hier natürlich ja, uns das Ganze anschauen, wie sich das entwickelt hat. Ja, jetzt gute Frage nochmal hier. Warum setzen Sie das, den Stop-Loss so tief? Sie sagten, da gibt es keine Diskussion. Ja, ist richtig, aber taktisch gesehen, wo soll ich ihn sonst setzen? Also klar, ich kann ihn jetzt hier Richtung 200-Tage-Linie und das Volumen setzen, aber wer sagt mir denn nicht, dass mich dann so ein langer Docht, so eine lange Lunte hier aus dem Rennen nimmt? Und hier unten ist es eigentlich meiner Meinung nach der einzige taktische Stop-Loss, der vorhanden ist. Was ich mache, wenn ich die Stops so weit wegsetze, klar, ich begrenze natürlich auch meine Chance. Also ich muss quasi sehr, sehr viel Strecke Risiko abdecken, wenn ich den Stop-Loss so weit wegsetze. Das heißt, natürlich wird dann die Positionsgröße kleiner und natürlich auch mein Profit dadurch kleiner. Aber es ist auch einfach so, der Zufall, die Nachrichten und so weiter spielen natürlich auch eine große Rolle. Die Charttechnik hat eigentlich hier sogar ja, eine untergeordnete Rolle in der ganzen Kursbildung an den Währungsmärkten insbesondere.
Und je tiefer ich handle in den Zeiteinheiten, desto größer ist auch der Anteil des Zufalls bzw. der reinen Schwankung der Nachrichtenlage. Je weiter weg ich einen Stop-Loss setze, desto ja, rein mathematisch gesehen geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass er gezogen wird, dass er fliegt. Dementsprechend, je weiter ihr den Stop-Loss wechselt, desto langweiliger ihr tradet, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass ihr den Trade natürlich nicht im Stop-Loss beendet. Das ist einfach leider so. Es ist langweilig, hier jetzt hier eine kleine Positionsgröße zu handeln. Ich gebe es offen zu, aber es ist auch einfach, auf Deutsch gesagt, die professionellere Sicht, sein Geld hier nicht in den Markt zu werfen und zu sagen, hey, ich hebel jetzt hier, was geht im Konto, ich setze einen Stop-Loss jetzt hier auf Basis der letzten Tageskerzen hier drunter und macht dann natürlich einen riesen Profit, aber mir fliegt vielleicht auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Position um die Ohren. Das ist halt einfach nicht mein Trading-Ansatz. Wenn euch das, sag ich mal, zu blöd ist, dann verstehe ich das. Dann könnt ihr das natürlich anders machen. Aber es ist einfach, sage ich mal, auch meine Pflicht hier in einem öffentlichen Webinar, sage ich mal, so ein bisschen Slow Motion zu machen, so ein bisschen entspannt zu traden, weil es kann ja auch sein, dass der ein oder andere Anfänger hier dabei ist und das jetzt tatsächlich mitmacht oder in einem Demokonto tradet und dann sagt, ja, spinnst du, jetzt ist mir das fünfte Mal die Position um die Ohren geflogen. Das passt zwar immer, was du erzählst, und der steigt zwar irgendwann, aber irgendwie fliegt ständig der Stop-Loss. Deswegen mach mal lieber erstmal einen ruhigen, mach mal langsam, weil da draußen in der Trading-Welt, wenn ihr andere Webinare anschaut oder bei irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen Messen mal aufschlagt, wenn das wieder erlaubt ist, es gibt genug Leute, die da hier einen auf dicke Hose machen und aggressiv traden und Risikomanagement ins Negative ausreizen. Ich mache es jetzt eher langsam, eher langweilig auch, aber ich denke, für diejenigen, die es professionell angehen wollen, ist es einfach umso wichtiger, langfristig dann über das Jahr, über den Monat gesehen, vielleicht was zu verdienen und hier eben nicht zu den über 70% zu gehören, die in diesen Markt einzahlen. Und je weiter euer Stop-Loss weg ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ihr ihn braucht. Ist leider so und von daher, ja, halte ich mich daran, wenn euch das so langweilig ist. Ich bin vollkommen d'accord, ich kann es verstehen. Zeiteinheiten auf Wochen- Tagesbasis auch schon sehr konservativ, aber ihr könnt das Ganze, was ich euch hier zeige, auch immer auf M5 anwenden, auf H1 anwenden. Also ihr könnt natürlich das Ganze persönlich nach eurem, ja, Wunsch heraus aggressiver gestalten, ist überhaupt keine Frage. Australien-Dollar, Japan-Yen ist der nächste, den ich euch zeigen möchte. Wochenchart, beziehungsweise gehen wir wieder rüber auf den Trade Signal. Da habe ich den Chart noch gar nicht fertig. Von daher machen wir es jetzt, weil die Zeit schon wieder so schnell fließt, dahin rinnt. Hier im MetaTrader, Australien-Dollar, Japan-Yen, Wochenchart. Wir haben eine inverse SKS-Formation, wir haben Trendwechsel, wir haben Kurse, die über die gleitenden Durchschnitte gehen. Das heißt, wir gehen hier aus dem Abwärtstrend in den Aufwärtstrend rein. Der ist relativ jung noch. Wir haben also Bewegung, Korrektur gesehen. Hier auch bis zum 50er Fibo von dieser Fraktur hier. Dann gehen wir hier quasi in die Erholung an die gleitenden Durchschnitte ran und starten durch auf ein neues Verlaufshoch. Das heißt, wir können Wochenschlusskurs über den letzten Hoch hier halten. Was nicht so schön ist, ist, dass hier der Aufwärts-Move sozusagen so schnell beendet zu sein scheint, dass wir also jetzt schon die Korrektur brauchen. Normalerweise hätte der Kurs also über den letzten Hoch hier noch ein paar Wochen Power zeigen sollen und dann erst zurückgehen sollen. Also das ist quasi jetzt ein Trade, den zeige ich euch nur, falls ihr noch nach Trades sucht. Auch kein 5-Sterne-Szenario, aber hier, wenn wir Richtung Volumen gehen, Richtung Haupteffizienzlevel gehen, jetzt diese Bewegung quasi jetzt noch eine Woche korrektieren, sollte man, denke ich, die Long-Seite suchen. Und hier auf die Trendfortsetzung warten, wenn auch ich mir hier mehr Dynamik gewünscht hätte, ehrlich gesagt nach oben. So, das habe ich ja gesagt, wir sind schon leider fast wieder Richtung 12 Uhr unterwegs. Ich zeige euch noch eine Idee, die fast schon ins professionelle Trading reingeht. Ihr habt den Goldpreis vorhin gesehen mit der Short-Position. Wenn wir jetzt den Tageschart hier nochmal anschauen. Guckt euch das nochmal an, versucht euch das mal kurz hier abzuspeichern. Also wir haben hier quasi einen ja, relativ schwachen Chart. Wir haben hier diese Horizontallinie und übrigens, was wir auch noch haben, das habe ich vorhin vergessen, wenn ihr mal den langfristigen Kurs euch anschaut und mal eine Trendlinie einzeichnet,
hier diese beiden markanten Hochs quasi verbindet, dann kommt übrigens auch noch diese Trendlinie jetzt dem Kurs entgegen. Das heißt, hier bildet sich wieder ein sogenannter Cluster aus Horizontal, Widerstandszone und Trendlinie. Das heißt, das ist auch nochmal ein Argument mehr, hier in den Goldpreis reinzuschorten. Wenn ihr aber rübergeht, euch den Silberpreis mal anschaut, dann haben wir hier ein anderes, meiner Meinung nach ein bullischeres Chartbild. Wir haben also hier generell schon mehr Stärke. Wir haben hier jetzt den Kurs am EMA 200. Wir haben also hier eine Art inverse Schulterkopf-Schulterformation, die sich jetzt wahrscheinlich aktivieren wird. Wir haben auch Volumen, das nach oben zieht. Wir haben generell hier schon ein etwas schöneres Chartbild. Und für diejenigen, die schon länger traden und die schon ja vielleicht auch beide Pärchen schon mal gehandelt haben, wäre hier die Idee, sozusagen einen Spread-Trade aufzumachen. Das heißt, aus meiner Sicht heraus, man geht in dem Pärchen im relativ starken Part, also hier dem Silber, in die Long-Position rein und kontert das Ganze im relativ schwachen Part, also hier dem Goldpreis, mit einer Short-Position. Bisschen deswegen für fortgeschritten, man muss jetzt quasi die Punktwertigkeiten ausrechnen, dass man quasi die Lotgröße sollte sozusagen genauso groß sein, was die beiden Pärchen angeht. Aber dazu muss man quasi jetzt hier auf jeder Seite die Punktwertigkeiten berechnen. Man kann es auch mit dem Risiko machen, wie ich es gerade gemacht habe. Man geht also jetzt im Silber Long, man geht im Gold Short. Und hat dann was erreicht, dass man an der relativen Stärke des Silbers sozusagen profitiert, aber sein Konto eigentlich neutral gestellt hat. Das heißt, man hat im Grunde genommen hier kein Investment gemacht in Rohstoffe, Long oder Short, weil man ist ja sowohl Long als auch Short positioniert. Man ist im Grunde genommen also nicht wirklich auf eine Richtung angewiesen. Man ist nur darauf angewiesen, dass der Silberpreis weiterhin eine relative Stärke zum Gold hat. Das noch so als Idee mal mit auf den Weg gegeben. Für diejenigen, die schon länger traden, Market Gold Long, Market Silber Short und dann quasi an der relativen Stärke hier profitieren. Ja gut, die Frage ist natürlich jetzt interessant. Ist Gold Short ein Fünf-Sterne-Szenario oder trübt Silber das Ganze etwas ein? Die sind natürlich hochgradig miteinander korreliert. Klar, trübt Silber das Ganze jetzt ein bisschen ein, weil Silber kommt jetzt mit Stärke hier mit dieser inversen SKS, wird jetzt den 200-Tage-Durchschnitt übersteigen, wird wahrscheinlich hier Richtung 26-Dollar-Marke laufen und wir sollen jetzt Gold shorten, obwohl wir Silber long gehen. Das heißt, wir haben jetzt hier natürlich wieder ein ja, Indiz dafür, dass Gold eben kein Fünf-Sterne-Szenario ist. Ist es aber sowieso nicht, weil wir sind ja über den gleitenden Durchschnitten. Das heißt, eigentlich dürfen wir gar nicht short gehen aus der Logik der Matrix heraus. Also wir sehen ja quasi im Gold hier ja eigentlich grüne Kästchen. Das heißt, der Trendfilter, der gleitende Durchschnitt, ist ja sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart long. Im Wochenchart sieht man es noch viel stärker. Also Gold zu shorten, da braucht man schon Eier, weil der ja, Gold sicherer Hafen, wichtige Wertanlage, zinssensitiv. Hier natürlich langfristig short zu gehen, ist Quatsch. Kurzfristig short zu gehen, macht meiner Meinung nach mit einem gewissen Risiko Sinn, aber auch hier kein Fünf-Sterne-Szenario. Es gibt Sachen, die dagegen sprechen. Die Argumentationskette ist nicht voll ausgereift. Ich finde da zum Beispiel den Austral-Dollar, New Zealand-Dollar auf der Short-Seite den besseren Trade, wenn man sich jetzt nur für einen beispielsweise entscheiden wollen würde. Ja, was sagt ihr? Ich bin guter Dinge mit Gold Short, Austral-Dollar, New Zealand-Dollar, im Grunde genommen auch. Ich bin gespannt, was wir im Dezember-Webinar hier berichten können von diesen beiden Trades. Mein Job ist jetzt sozusagen noch Stop-Loss zu setzen, jeweils Take-Profit zu setzen. Das müsst ihr natürlich zu Hause dann auch machen, je nachdem nach eurem in eurer Kontogröße. Ich will die Frage von Dieter noch beantworten. Was war nochmal das Ziel im Euro Japan-Yen? Schauen wir uns hier nochmal kurz an. Ja, was könnte das Ziel sein? Ihr habt natürlich ganz einfach gesehen, hier eine horizontale Widerstandszone am letzten markanten Verlaufstief 137,23 ungefähr. Das wäre sozusagen ein erstes Ziel für wirklich den langfristigen Trader. Ansonsten kann man sich natürlich auch hier einfach dann die Saisonalität anschauen, wann geht die quasi wieder gegen uns. Also das könnte man natürlich auch machen, wenn man sich Euro-Japan-Yen anschaut in der Saisonalität. Jetzt haben wir den leider hier nicht in der kostenlosen Variante drin. Das heißt, man müsste das dann über den
MetaTrader sich vielleicht anschauen, Euro-Japan-Yen, Tageschart, wann geht die Saisonalität wieder zu Ungunsten unseres Trades? Und da sind wir dann hier weit im nächsten Jahr drin. Das heißt, das sind so die Möglichkeiten, sich einen Take-Profit auszumalen. Zum einen aus dem Chart raus, klassischer Horizontalwiderstand, zum anderen heraus natürlich, wann bricht die Saisonalität nach unten weg, und zum dritten natürlich einfach Stop-Loss, soweit es geht, immer nachziehen, und dann irgendwann fliegt er uns halt um die Ohren, aber dann natürlich hoffentlich mit einem Profit. Ja, so viel von mir zum heutigen Webinar. Ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein paar Basiswerte mit auf den Weg geben. Der Spread Trade für die ja, versierten Trader natürlich hochinteressant. Wichtig hier quasi die Punktwertigkeiten, die Positionsgrößen zu berechnen. Ich habe dazu auch Webinare nicht gemacht, aber YouTube-Aufzeichnung bei mir auf dem Kanal. Das heißt, wenn ihr meinen Kanal euch einfach mal anschaut, da sind zu diesen Spread Trades schon einige Videos entstanden. Ihr dürft nicht hier diesen Musiker nehmen, das bin nicht ich tatsächlich. Auch wenn, keine Ahnung, ob die Musik gut ist, wahrscheinlich nicht. Ihr könnt quasi, wenn ihr Fragen habt zu meinen Trading, ja, Ansätzen, Spread Trading und so weiter, fortgeschrittene Trades, natürlich euch hier auch nochmal die Videos anschauen und mir ein Abo dalassen. Ich sage danke für eure Zeit. Ich wünsche euch eine gute Woche noch, einen schönen Tag, viel Erfolg beim Trading. Wir sprechen dann im Anfang Dezember wieder über diese beiden Trades definitiv, schauen uns das an. Und wie gesagt, ich versuche jetzt auch immer, um der Frage dann nochmal nachzugehen von Bernd, jetzt die Trades immer sofort aufzumachen. Dann haben wir hier im Konto sozusagen einen echten Track Record und sehen auch, ob das übers Jahr gesehen Sinn macht oder nicht, was ich euch erzähle. Ich sage danke, wünsche euch alles Gute. Wer Fragen hat, stellt sie gerne noch ein. Ich bleibe noch ein paar Minuten hier im Chat und wünsche euch hier eine schöne Woche. Wir sehen uns hören uns im Dezember-Webinar. Dankeschön.